Liebe Brüder und Schwestern, kaum ist der hier gekommen, sagt der ältere Sohn, der, dieser Sünder, der weggelaufen ist, da hast du das Mastkalb schlachten lassen. So der Vorwurf des älteren Sohnes, der ja scheinbar so rechtschaffen ist, immer beim Vater ist. Und jetzt ist er damit überhaupt nicht einverstanden, wie der Vater reagiert, als dieser jüngere Sohn wieder nach Hause kommt. Man kann sich's vielleicht vorstellen, wie der ausgeschaut hat, schmutzig, zerlumpt, zerrissen, keine Schuhe mehr, völlig heruntergekommen, das Vermögen durchgebracht mit Dirnen, mit Ausschweifungen, ja in einem lasterhaften Leben. Und nun kommt er daher und der Vater, er geht ihm sogar noch entgegen. Irgendwie auch verständlich, wie der ältere Sohn reagiert. Reagieren auch nicht auch wir manchmal ähnlich wie dieser Sohn, wenn wir sehen, dass Menschen, die für ihr sündhaftes Leben bekannt sind, auf einmal umkehren, wenn sie Gott suchen, wenn sie wieder zur Kirche kommen oder einfach sich darum bemühen, die Gesetze zu halten, ein neues Leben zu beginnen. Oft wird diesen Menschen die Aufnahme verweigert. Man lässt ihnen keine Chance. Gott aber gibt immer wieder neu eine Chance. Einen neuen Anfang schenkt Gott uns. Letztlich sind alle Menschen wie dieser verlorene Sohn. Die ganze Menschheit war verloren in der Sünde, in der Gottferne. Wir alle sind arme Sünder. Keiner ist wirklich rechtschaffen, gerecht vor Gott. Wir alle haben gesündigt, sind nicht mehr wert, sozusagen Kinder Gottes genannt zu werden, seine Söhne, seine Töchter zu sein. Aber der Vater kommt uns entgegen in seinem Sohn Jesus. Er ist uns schon entgegengekommen. Er schenkt uns sein Erbarmen. In seinem Sohn Jesus hat der Vater uns sein Herz geöffnet und sein Erbarmen gezeigt, seine unfassbare Liebe zu uns Menschen. So sind wir ja auch wieder neu eingeladen, gerade jetzt in dieser Vorbereitungszeit auf Ostern, in dieser Fastenzeit, aus ganzem Herzen umzukehren zu Gott, uns mit Gott versöhnen zu lassen, wie es in der Lesung geheißen hat, zum Vater zu kommen, der überreich ist an Liebe und Erbarmen, der uns seine Vergebung nicht verweigert, wenn wir vertrauensvoll zu ihm kommen im Namen seines Sohnes. Ja, lassen wir uns mit Gott versöhnen, kehren wir wieder heim zum Vater, ins Vaterhaus. Und es ist zu wenig, dass wir sozusagen wie der ältere Sohn einfach nur unsere Pflicht tun. Ja, hat der ältere Sohn wirklich immer seine Pflicht getan? Er sagt, er hat nie gegen den Vater, gegen sein Gebot, seinen Willen gehandelt. Aber hat er den Vater auch geliebt? Hat er wirklich ein liebendes Herz gehabt? Hat er ein Herz gehabt, das barmherzig ist wie das Herz des Vaters? So wie er reagiert gegen seinen jüngeren Bruder, erkennt man, dass im Herzen des
scheinbar so rechtschaffenen älteren Bruders vieles ist, was da nicht hineingehört, was nicht Gottes ist, was nicht seinem Gebot entspricht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Deinen Nächsten wie dich selbst, so fasst es auch Jesus immer wieder neu zusammen, dieses Doppelgebot. Und Jesus sagt uns am Abend vor seinem Leiden, ich gebe euch mein Gebot, ein neues Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn uns geschenkt hat als Sühneopfer für unsere Sünden, als das wahre Pascha oder Pessach-Lamm, das die Schuld hinwegnimmt, die Sünden tilgt. Jesus selber, er schenkt uns sein Leben als das wahre Pessach-Lamm, wäscht er uns rein in seinem kostbaren Blut von aller Schuld, von allem Unrecht. Er schenkt uns neues Leben, eine neue Gemeinschaft, eine neue Chance, beim Vater zu sein, teilzuhaben an seinem göttlichen Leben, an seiner Auferstehung, an seinem Sieg über Sünde, Hölle und Tod. Ja, lassen wir uns vom Herrn bewegen, von seinem Wort treffen, von seiner Liebe und Barmherzigkeit. Lassen wir uns neu erfüllen von seinem Heiligen Geist. Er möge unser Herz reinigen von aller Unbarmherzigkeit, von aller Verhärtung, von allem kalten Formalismus. Er schenke uns ein neues Herz, dieser Geist Gottes, durch Jesus seinen Sohn, ein Herz, das seinem Herzen ähnlich ist, das Mitleid hat mit den Notleidenden, das Erbarmen hat mit den Sündern, mit den Verlorenen, damit wir füreinander beten, den Vater füreinander bitten, besonders für jene, die sich von ihm entfernt haben, die in Sünden leben. Und machen wir uns nicht selber zum Richter über die anderen, denn nur einer ist der Richter, Gott. Wir haben nicht das Recht, über andere zu urteilen, andere zu verurteilen und zu richten. Denn Jesus sagt, wer andere richtet, der richtet sich selbst. Weil wir selber immer wieder Sünden begehen, weil wir selber immer wieder neu dieses Erbarmen Gottes brauchen. Ja, möge der Herr uns stärken, erleuchten und führen, damit wir Zeugen sein können für seine Liebe und Barmherzigkeit, damit wir gemeinsam auf dem Weg des Heils voranschreiten, damit wir sicher auch dorthin gelangen, wohin Jesus uns vorausgegangen ist, in das Haus unseres Vaters. Amen.